Hallo meine lieben Yogis, heute möchte ich gerne ein sehr anregendes Set machen, welches in Zusammenhang steht mit deiner Kreativität, mit deiner Sinnlichkeit, mit deiner Fruchtbarkeit und in Bezug zur Sexualität als Ausdruck deiner Lebensfreude und als Sinnbild deiner Lebenskraft. Wir beginnen damit, uns aufrecht zu platzieren, im losen Schneidersitz, im Yogisitz, wie auch immer das für dich gut ist. Und du schließt deine Augen und atmest zunächst in deinen Unterbauch hinunter. Werde dir deines zweiten, deines Sexualchakras bewusst, welches bei den Frauen 2 Finger breit oberhalb der Gebärmutter und bei den Männern oberhalb der Prostata sitzt, nach vorn und hinten eröffnet ist. Du musst nichts über die Chakren wissen, um einfach deinen Atem dorthin lenken zu können. Um die Verbindung dorthin überhaupt wieder herzustellen, atme jetzt bitte in 3 Atemzügen ein und in einem Atemzug loslassend vollständig aus, was immer der Verbindung hier im Wege stehen könnte. Nicht jetzt drüber sinnieren, was es ist, sondern mit deiner Bereitwilligkeit die Verbindung wiederherstellen. Einatmen in 3 Zügen. Hier unten angelangt sein, in einem Atemzug vollständig ausatmen. Ausschließlich durch die Nase. 3-mal ein. Noch einmal. Und einen tiefen Atemzug normal weiteratmen. Die Hände lege ins Gyan Mudra. Daumen und Zeigefinger aneinander. Die restlichen Finger, die verschränkst du ineinander, sodass hier vorne eine Brille entsteht. Und direkt vor den Brüsten gehst du nach links und nach rechts. Einatmen ist links, ausatmen rechts. Und du befreist deine Herzensenergie von allen Beklemmungen, von allen Abers. Sollte es dir schwindelig werden, dann hörst du bitte auf ab dem Moment. Und einmal sachte ausschütteln. Gut. Begib dich jetzt bitte in Bauchlage. Leg dein Kissen zur Seite. Stütze deine Hände neben deinem Brustkorb ab. Bring deine Füße in Berührung und lege deine Stirn auf den Fußboden ab, sodass du noch ausreichend Luft bekommst.
Für manche Menschen reicht das nicht, um Luft zu bekommen. Dann kreiere dir mit deinen Händen einen kleinen Berg, sodass die Nase genug Platz bekommt. Wenn es aber machbar ist, die Hände neben den Brüsten zu haben, ist das wunderbar. Füße bringst du, wie gesagt, zusammen und hebst Füße dann und Kopf an. Wenn du in der Position bleiben kannst, wenn du das halten kannst, ist wunderbar. Wenn nicht, lege ab. Ausatmen, locker lassen, einatmen, Füße aneinander, nach oben kommen mit dem Kopf und den Füßen zugleich. Probier aus, was für dich geht. Die langjährigen, erfahrenen Yogis können hier in dieser Position bleiben. Gib ein bisschen Kraft auf deine Hände, dass du hier Stabilität erfährst, während du jetzt noch den Feueratem übst als Zwerchfellatmung. Gut, leg ab, den Kopf leg zur Seite deiner Wahl, die Hände neben dem Körper ablegen und locker lassen. Auch die Füße, die Beine sind locker und gelöst. Und du lenkst abermals deinen Atem auf dein Sexualchakra, im Unterbauch. Und bewegst dann mit einem leichten Druck pressend deinen Unterbauch in Richtung Boden und lässt ausatmen wieder los. Einatmen, wie so eine Beckenwippe, den Unterbauch auf den Boden drücken, indem du dein Gesäß nach unten und vorne schiebst, in einer Halbmondbewegung und ganz geschmeidig, trotzdem mit etwas muskelaufbauendem Druck in die Bewegung gehen. Aktiviere deinen gesamten Unterleib und sei dir deines Unterleibes bewusst. Noch einmal atme alle Abos aus, die du vielleicht zwischen dich und die Möglichkeit eines erfüllten Lebens stellst, zwischen dich und deine Kreativität, zwischen dich und deine Sexualität oder auch bei Kinderwunsch zwischen dich und deine Fruchtbarkeit. Nimm beide Unterschenkel über Kreuz, während du deine Füße in Richtung Gesäß bringst. Bleib mit dem Oberkörper oben, wenn das geht. Wenn es dir nicht möglich ist, dann platziere dein Kissen so, dass du deine Stirn auf das Kissen geben kannst. Wenn es aber machbar ist, frei zu sein, dann versuch es frei zu machen und lenke deinen Atem weiter auf deinen Unterleib. Tiefer fließender Atem, ja, all deines Potenziales, der kreativen Selbstverwirklichung, der Fruchtbarkeit in jeder Hinsicht und der Fähigkeit, erfüllt mit allen Sinnen zu leben, bewusst werden. Zieh jetzt an deinen Füßen, sodass die Knie etwas nach oben kommen. Nicht extra fest, aber so, wie es für dich mühelos machbar ist.
kannst den Hebel aus dem Ellbogen nutzen, mit dem Ellbogen nach oben kommen und wieder ablegen. Tausch jetzt deine Füße, anderen Fuß zu unterst, ablegen deine Knie, atmen. Und nach oben ziehen. Und ablegen. Mach dich locker. Lass dich fallen. Dafür wippe aus deiner Hüfte nach links und rechts, einfach schaukelnde Bewegungen ausführen. Der ganze restliche Körper schwingt mit, während willentlich nur die Hüfte bewegt wird. Dein Atem geht abermals hinunter in deinen Unterleib und du wirst dir dieser Region als deinen inneren Tempel bewusst. Und dann lieg still und spür nach, wie sich die Spannungsfelder auflösen. Lass ganz los, lass dich fallen in deine eigene Weichheit hinein. Beatme deinen Unterleib als ein Füllhorn potenzieller Möglichkeiten. Und lass es sich offenbaren, was für Aspekte in deinem Füllhorn sind. Lass es einfach aufsteigen, was vielleicht zuvor verschüttet war oder woran du nicht mehr geglaubt hast, was du nicht wahrgenommen hast. Gib dem jetzt Raum, dass es sich dir entfalten darf. Dann bitte in den Vierfüßler. Die Knie sind etwas näher beieinander, als es deine Hände vorne sind. Die Arme müssen auch nicht ganz im rechten Winkel sein, einfach so, dass du eine Stabilität hast. Und ausatmend gehst du zurück. Noch ausatmend mit der Nase beinahe über den Bodenstreifen nach vorne in die Cobra-Haltung. Das heißt Füße in Berührung oder große Zehen. Kopf in den Nacken legen. Und wieder nach hinten. Ausatmen. Über den Boden streichen. Einatmen, Cobra. Und in der weiten Kindhaltung einen Moment entspannen. Die Arme sind nach oben gerichtet und deine Beine so weit auseinander, dass dein Bäuchlein mühelos Platz findet.
Langsam komm in den nach unten schauenden Hund. Die Beine so weit auseinander, dass es, wenn es dir möglich ist, die Füße flach auf den Fußboden kommen. Wenn das nicht geht, erstmal ein bisschen mit der Position spielen. Manchmal hilft es, für größere Menschen vor allen Dingen, die Beine weiter auseinander zu nehmen. Manchmal brauchst du hier einen anderen Winkel. Spiel ein bisschen mit der Position, ob es vielleicht eine stabilere Variante für dich gibt. Und wenn du Yoga-Neuling bist, dann genieß erstmal die Position einfach nur, lass deinen Kopf locker nach unten hängen. Wenn jetzt jemand rumgehen würde und den hier antippen würde, würde sich dein Kopf bewegen. Wenn du schon erfahrener bist oder einfach sehr sportlich auch, dann bringst du jetzt einen Fuß ein bisschen mehr in die Mitte und streckst den anderen nach oben aus. Der Fuß sollte, wenn möglich, flach am Boden bleiben, während du tief atmest. Füße tauschen, Position finden. Auch die Arme bleiben durchgestreckt. Und dann komm nach unten. Für die nächste Übung kommt es ein bisschen drauf an, wie gut deine Knie mit dir arbeiten. Es gibt Varianten. Die Übung an und für sich geht so, dass du dich zwischen deine Füße setzt, wenn das machbar ist. Die Hände kommen hier auf deine Oberschenkel und du hebst einfach nur dein Gesäß 5 cm an und sinkst wieder ab, während dein Rücken gerade bleibt. Wenn die Knie das nicht mitmachen, nimm dir ein Kissen hier zwischen deine Beine, lass dich ganz drauf fallen und heb dann ganz leicht an. Wenn das mit dem Anheben nicht geht, weil die Knie vielleicht einfach eine Instabilität haben, dann drück dein Gesäß nach unten, ohne die Knie überhaupt zu strapazieren. Es ist alles möglich. Schau, welches für dich heute machbar ist. Bis zu deinem Steißbein hinunter, egal welche Variante du dir ausgesucht hast. Binde dich an dein Urvertrauen an, an die Wärme, die Vertrauen generiert in dir. Und erlaube diesem Vertrauen warm und weich in dir aufzusteigen und sich auszubreiten. Knie wollen wir nicht überstrapazieren. Ganz sanft klopf jetzt deine Knie ab. Einmal hier oben, links und rechts der Kniescheibe. Und hinten, indem du dein Bein ausstreckst. Beide Seiten. Unsere Oberschenkel lockern. Dazu umfasse deine Füße, bring sie so nah als möglich in Richtung Unterleib und setz dich aufrecht. Nimm jetzt deine Ellbogen in die Kniekehlen und sinke dann wippend nach unten. Nicht extra drücken, so wie es mühelos geht und erlaube deiner Hüfte sich zu eröffnen, erlaube dir Flexibilität, Wendigkeit, erlaube dir locker und gelöst zu sein.
zwei tiefe Atemzüge, während du deine Beine nach vorne ausstreckst. Sitz im rechten Winkel, wenn das geht. Die Hände auf den Oberschenkeln ablegen und einen Moment nachspüren. Vielleicht spürst du jetzt schon, wie dein Unterleib freier ist, beziehungsweise die Verbindung leichter hergestellt und spürbar geworden ist. Um das noch ein bisschen zu forcieren, ist die nächste Übung eigentlich ganz simpel. Du schaust, dass du zwei rechte Winkel hast, von den Füßen zum Oberkörper. Die Hände bleiben einfach auf deinen Oberschenkeln, während du 10 cm jeweils dein Fuß links und dein Fuß rechts anhebst. Nicht hier hinten in ein Hohlkreuz verfallen, nur so, wie du das hinbekommst, mit geradem Rücken. Erwecke dein kreatives Potenzial, all deine Ideen, all dein Mitschöpfertum. Ganz gleich, was das für dich bedeutet. Ist alles gut, so wie es ist. Und dann fass mit deinen Händen hier unten an die Fußsohle oder so weit du kommst und streiche mit festem Nachdruck die Innenseite. Dreimal nach oben aus und fass hier an den Außenseiten und streich bis über die Nieren dreimal nach oben aus. Und wir schlagen jetzt die Füße übereinander. Ein Bein ist unten, das andere einfach oben drüber legen, sodass die Knie übereinander sind. Beide Füße zeigen mit den Fußsohlen nach hinten. Du fasst die Füße an, im Kinder-Yoga sagen sie immer Motorradfahren dazu, und bewegst dich dann sanft wippend nach vorne. In aller Regel spürst du jetzt Bewegung hier unten in der Muskulatur, die zu deiner Pobacke führt. Und genau darum geht's. Erlaube dir auch hier ganz locker zu sein. Lass alles los, worin du glaubst, gefällig sein zu müssen, anderen es recht machen zu müssen, dienen zu müssen, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Lass all diese Aspekte los, die sich sehr gerne auch in den Oberschenkeln festsetzen. Und zugleich zu deiner eigenen Weichheit zu kommen, zu dem, was du wirklich bist und zu dem, was du in der Welt wie etablieren möchtest. Wir tauschen die Beine aus. Füße zeigen nach hinten und dann wieder nach vorne wippen.
Tauche in deine eigene Weichheit hinein. Deine eigene Zugänglichkeit, in deine eigene Berührbarkeit im positivsten Sinne. Wir kommen dann zur Hüftwippe. Komm dazu bitte in Kniestand. Die Knie sind so breit aufgestellt, wie es deine Schultern sind ungefähr. Die Schultern sind locker. Nimm sie bitte einmal kurz nach oben, einmal sanft nach hinten und wieder fallen lassen, dass das natürlich ist in der Haltung. Und dann wippe mit deinem Becken nach vorn und nach hinten, sodass du hier so eine halbmondförmige Schaukelbewegung hast. Konzentration darf jetzt auf deinen Unterleib sein und du erlaubst dir auch hier ganz locker und gelöst zu sein, in allen Aspekten heil und gesund. Bisschen größer in den Bewegungen, indem du in den Buckel und ins Hohlkreuz gehst. Nimm die Ellbogen mit nach hinten und dann wieder nach vorne. Und mach dich ganz frei von allen Glaubenssätzen, die vielleicht noch in dir aktiv sind. Bleib genau so, leg aber beide Hände auf den Kopf, während du kleine Kreise aus der Hüfte heraus ausführst bei tiefem Atem. Und du kommst bei dir an, du kommst in dir zu Hause an, im Zentrum deiner Selbst, in deinem Unterleib. Hormonell in deinem Zuhause ein. Ganz gleich, wo du stehst. Ob du jung und fruchtbar oder schon im Wechsel bist oder oben zwischendrin. Ist alles ganz gut, genau so wie es ist. Und du nimmst das jetzt an. Wechsel die Kreisrichtung. Und versuch den Kreis einigermaßen rund zu gestalten. Und erlaube dir, locker in der Hüfte zu sein. Nochmal die Richtung wechseln. Dann komm für die letzte Übung auf dein Sitzkissen. Du kannst im Schneidersitz, im Lotussitz oder hier im Kniesitz bleiben, wie du das möchtest. Die Hände kommen auf deine Oberschenkel. Und jetzt kneifst du deine Pobacken fest zusammen, dass es dich anklopft nach oben und lässt wieder los. Pobacken zusammen und locker. Rufe dabei die Kraft in deinen Unterleib. Erlaube dieser
Region, eine aktive, lebendige und gut durchblutete zu sein. Dein Beckenboden ist ganz wichtig für die Stabilität deines gesamten Systems. Wenn das gut funktioniert, dann atme ein, spann nicht nur deine Pobacke an, sondern auch das gesamte Mulasbandha, die gesamte Muskulatur von Unterbauch, Anus und Geschlechtsorgan, die du nach innen und nach oben zugleich ziehst. Dann das wieder locker. Man kann sich das sehr schön vorstellen, wie so eine Schale, die du inwendig komplett schließt mit Muskelkraft. Und wenn du nach unten kommst, lässt du alles los, was alt, überholt, verbraucht oder nicht nützlich ist. Alle ego-motivierten Gründe, alle Gier, alle Sucht, dazu gehört auch Eifersucht, jedes Gefühl, nicht zu genügen, lass es einfach los, indem du nicht länger daran festhältst. Gut, prima. Für die abschließende Meditation kannst du liegen oder sitzen, ganz so, wie du das gerne möchtest. Finde eine Position, die für dich funktioniert. Lass dich tragen von deinem Atem in deinen Unterbauch. Wenn du möchtest, stell dir diesen vor als eine Art Seelenlandschaft. Wunderschön, vielleicht verwunschen, vollkommen intakt in der Natur. Schau dich um, was für eine Region dir entspricht, in der du deinen innersten Tempel wieder entdeckst. Vielleicht hast du erstmal Mühe, ihn zu finden, weil du einfach schon lange nicht mehr dort warst. Vielleicht ist er dir absolut vertraut. Vielleicht wunderst du dich, wie pompös er ist oder er auch wie schlicht und elegant, wie klar, wie verspielt. Es kann alles sein. Durch deine innere Landschaft kehrst du zu deinem inneren Tempel zurück. Du schaust nach der Türe. Was ist das denn für eine Türe? Groß, stabil, massiv. Zart, vielleicht nur Formen, vielleicht ist es ein Grotteneingang, vielleicht findest du es gleich, vielleicht brauchst du einen Moment. Vielleicht hast du irgendwann mal Wächter davor platziert, die du jetzt bittest, einmal zur Seite zu treten. Und dann gehst du hinein in deinen Tempel, den Tempel deiner Sinnlichkeit, deiner Fruchtbarkeit und deiner Kreativität. Formen, was für Materialien, welche Elemente herrschen vorher, wie ist dein Tempel gestaltet, vielleicht erkennst du alles gleich wieder, vielleicht hast du Mühe, vielleicht musst du es überhaupt neu einrichten. In jedem Fall öffnest du alle Fenster, alle Türen, dass die Winde dir beistehen können und hindurch wehen, all den alten Muff, all die alten Stäube werden hinausgepustet. Du lässt das Licht hinein,
alles wieder hell erstrahlt. Du schaust dich um, ob du irgendetwas anders gestalten möchtest. Vielleicht hat sich was verändert in dir, sodass du neue Farben brauchst oder neue Elemente hinzufügen möchtest. Blumen, Düfte, Bilder. Vielleicht brauchst du einen unterirdischen See, große Gärten. Schau, dass du dir so zurecht machst, wie es für dich zu 100% stimmig ist. Irgendwo findest du einen Altar, auf dem du ein Symbol anbringst für deine Fruchtbarkeit. Wenn du Kinderwunsch hegst, dann auch für die Erfüllung des Kinderwunsches, aber auch für die Fruchtbarkeit in jedem anderen Bereich, als Aspekt der Kreativität, wenn du etwas kreieren möchtest, wenn du künstlerisch aktiv bist, wenn du den Kuss der Muse brauchst, all diese Dinge. Finde ein Symbol, welches du auf deinem Altar anbringst, für deine Fruchtbarkeit. Wenn du im Wechsel, in den Wechseljahren oder darüber hinaus bist, bleibt dir noch immer die Weisheit der fruchtbaren Erfüllung deiner geistigen Kinder. Die Dankbarkeit für all die Fruchtbarkeit, die du bis dato in deinem Leben hattest. Für das, was sich bereits fortgepflanzt hat, was sich gemehrt hat. Vielleicht hast du schon Kinder und Kindeskinder. Wie wundervoll. Lass Dankbarkeit dafür strömen. Schau nach einem Element, das deine Kreativität selbst vertritt. Und damit auch alles, was du dir noch erfüllt wünschst, was du noch ausgeführt wissen möchtest, woran du vielleicht aktuell bist. Es können auch Projekte sein, die deine Kreativität brauchen, deine künstlerischen Ambitionen. Kann aber auch jede Art der Begegnung mit anderen sein, kreativ und vielfältig. Es kann deine Spontanität sein. Schau einfach, was es bei dir ist. Und erlaube dir dann, das als Aspekt deines Mitschöpfertums zu verstehen. Das ist das, was du in der Welt hinterlassen kannst. Das, was vielleicht bleibt, wenn du gehst. Das, was andere berührt. Was andere inspirieren kann. Nicht muss, aber kann. Und dann gib dem deine Dankbarkeit. Nimm wahr, wie groß und wie großartig beides ist. Und dann lass die Dankbarkeit wie so ein überfließendes Füllhorn der Kraft sein. Nichts von alledem ist selbstverständlich. Du bist in der privilegierten Lage, das wahrnehmen zu können, aus diesem Füllhorn zu leben, mit anderen zu teilen, zu nähren, deine Schönheit der Welt anzubieten. Und jetzt weißt du, dass du im Zentrum deines Bauchraumes diesen Tempel hast, in den du jederzeit zurückkehren kannst,
weiter kreieren kannst. Immer alles neu gestaltbar. Du erlaubst dir jetzt ganz in dir zu Hause zu sein. Oh, wie passt es gut. Die Schwertlilie haben wir. Ich erstrahle in der Schönheit meines Wesens und biete mich selbst der Welt als Geschenk an. Ich danke euch. Bewahrt euch eure Magie und euer Strahlen.